Willkommen in Wien, in der Stadt der Musik, in der alles ganz anders ist. Weil's was Besonderes ist, traditionell, kulturell, politisch ist es anders als anderswo, nirgendwo anders, wo es noch Wunder gibt, weil man Wunder liebt. 200 Jahre und noch mehr wird man hier. Unser lieber Wolfi hat erst unlängst seinen 250. Geburtstag gefeiert und alle waren da. Ha! Wien ist ein Museum mit ganz besonderem Stil. Wien ist voll Musik. Wer will, der hat so viel. Wien ist ein Museum, es gibt Klassik in Vitrinen, bewacht von guten Wächtern, unser Mozart mit Rosinen. Osis, ob man Jason Rock und dann Blues und Nas braucht man nicht, haben wir selber. Das Wiener Lied. Was? Das ist tot? Wenn's der Ordner das aber nicht gewusst. Aber wurscht. Das Volksliedwerk wird schon schön herrichten und zum Schubert Franzl zubestellen. Die waren immer verbandelt, die zwei, ne? Willkommen in Wien, in der Stadt der Kunst, in der alles ganz anders ist. Weil's was Besonderes ist, traditionell, kulturell, politisch ist es anders als anderswo. Nirgendwo anders, wo man tolerant ist, weil man leicht vergisst, nicht jedoch das, was ein Teil von uns ist. Unsere liebe Frau Adele Bloch-Bauer musste uns nach Amerika hin verlassen. Aber alle waren da. Na, Wien ist ein Museum der ganz besonderen Art. Wien ist voller Kunst. Wer will, der hat, der spart. Wien ist ein Museum. In Wien steht still die Zeit, bewacht von guten Wächtern, fürs Paradies schon lange bereit. Was ist? Ob man moderne Kunst, ob man klar ob man moderne Kunst. Na, den 100 Wasser zum Beispiel, oder den Nietzsche. Achso, naja, da weiß man jetzt nicht. Aber gibt's noch einen, das ist der Ernst Fuchs, Weltklasse, weltberühmt. Was? Sie sagen, das ist auch nicht mehr der Jüngste. Das ist nicht moderne Kunst. Gibt ja niemand mehr ernst, sind ja alle schon tot. Das ist ganz, warum die Welt so schlecht ist. Willkommen in Wien, in der Stadt der Kultur, in der alles ganz anders ist. Weil's was Besonderes ist, traditionell, kulturell, politisch ist es anders als anderswo. Nirgendwo anders, wo man noch Heimat sagt, wenn das Heimweh plagt. Jeder ist hier willkommen. Erst unlängst hat ein arabischer Prinz ein 4-Sterne-Hotel am Ring gekauft. Und alle